Zunächst erstmal hallo zur Lesung mit Vini Adamczak ihres neuen Buches Gestern Morgen. Vielleicht erstmal etwas zu Vini Adamczak an sich. Vini lebt momentan in Berlin. Sie arbeitete in der Redaktion der Frankfurter Zeitung Triskus, wo sie sich mit Texten oder in Texten mit Alltagspolitik, wie ihre Antisemitismuskritik, Subjekt und Geschichte auseinandersetzt. Vini versucht in ihrem Buch Kommunismus kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird, das Begehren auf eine Umwälzung der kapitalistischen Vergesellschaftung zu einer kommunistischen Gesellschaftlichkeit neu zu wecken. Es der Müllhalde der Geschichte entrissen, in den Träumen und Kämpfen der Menschen heute wieder aufleben zu lassen. In ihrem neuen Buch Gestern Morgen setzt sie sich mit der Geschichte des kommunistischen Begehrens und dessen Massakrierung in den Gulags der real existierenden Sozialismen auseinander. Vini holt die namenlosen Opfer des sogenannten Stalinismus aus den Schwarzbüchern der Antikommunistinnen heraus und stellt sie als anklagende Kommunistinnen, Anarchistinnen und Antifaschistinnen mitten in Lesekreise, Plena und Foren. Hört auf, uns zu leugnen, rufen sie, denn damit verleugnet ihr die Möglichkeit einer gänzlich anderen, einer menschlichen Gesellschaft. Nun würde ich gerne an Vini selbst übergeben. Danke. Die letzten wärmenden Strahlen der roten Sonne erlöschen. Von den laublosen Bäumen erhebt sich kein einziger Vogel, kein Flügelschlag ist zu vernehmen. Als hätten sie den Sinn des Fliegens vergessen, den Glauben daran verloren, dass Luft tragen kann, hocken die Tiere auf den schmalen Ästen. Langsam versiegen die langen Schatten der Telegrafenmasten, die einen kommenden Kontinent hätten verbinden sollen, in den abgeernteten Feldern. Vereinzelt vergessene Gräser harren bewegungslos in der Windstille eines verfrühten Abends. In der Ferne vermischen sich versprengte Wälder mit von der Geschichte verlassenen Grenzdörfern. Es wird dunkel. Möglicherweise wird es aber gerade auch erst hell. Eine flüchtige Nacht gibt den Blick frei auf von unveränderter Feldarbeit belebte Landschaften. Streckenweise verfängt sich Tau in den Wellen des Getreides. Erste Autos befahren die Straßen, die für wenige Kilometer neben den Schienen verlaufen. Etwas Wärme kriecht durch die wenigen Ritzen des Wagens. Verschiedentlich versperrt noch Nebel die Sicht, die aber auch ohne ihn nicht frei wäre. Nach tagelanger Fahrt von Moskau oder weiter, bis an die russische Grenze, könnten die Augen ermüdet sein vom vorbeirauschenden, in ihrer Größe dennoch unbeweglich erscheinenden Feldern. Aber die Blicke der deutschen Antifaschistinnen, der kommunistischen Emigrantinnen sind leer. In ihren zum Gang hin vergitterten Abteilen befinden sich keine Fenster. Draußen berühren vielleicht erste Lichtflecken den Boden, als die Berge am Horizont ihre steinernen Köpfe in den beginnenden Tag strecken. Vielleicht ist es aber auch bereits Tag. Möglicherweise, es ist sogar wahrscheinlich, denn das Wetter beugt sich selten den Metaphorisierungswünschen der Geschichtsschreibenden, ist er sogar hell. Ein strahlender Tag, weiß vom Schnee der Bergkuppen in der Ferne, vom Glitzern der breiten Flüsse der zahlreichen polnischen Seen. Die beinahe mittägliche Sonne steht unbehindert am sonst gänzlich leeren Himmel, erwärmt die Dächer des Stolypinski-Waggons, des Gefangenenwagens, in dessen Abteilen sie zu je siebt sitzen. Das Rattern des Zuges verunmöglicht Gespräche von Abteil zu Abteil. Einige Zeit noch sind Lieder zu vernehmen und aufmunternde Zurufe, die dann aber plötzlich verstummen. Die Aufseherinnen bringen Wasser und reichliches Essen, nachdem den Gefangenen jetzt jedoch der Appetit vergangen ist. Aber warum? Esst nur! Ihr werdet noch viel hungern müssen, redet ihnen einer der Soldaten freundlich zu. Es sind Soldatinnen des NKWD, des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten des sowjetischen Geheimdienstes, die eine verschlossene Fracht über die Grenze zu bringen haben, eine menschliche, schweigende Fracht. Als der Zug seine Geschwindigkeit verlangsamt, erreicht die Sonne vielleicht ihren höchsten Stand. Die Natur zeigt sich blind gegenüber der Geschichte. Im Bahnhof steigen die antifaschistischen Gefangenen aus, gehen das letzte bewaldete Stück zu Fuß. An der Eisenbahnbrücke von Brest-Litovsk
der neu geschaffenen Grenze endet der Weg. Von der anderen Seite der Brücke kommen andere Soldaten, heben zum Gruß der NKWD-Offiziere die Hand an die Mütze. Dann werden Namen verlesen, die Übergabe beginnt. Die, die sich wehren in panischer Angst, werden gestoßen, die Juden unter ihnen mit antisemitischen Hasstiraden von den Soldaten der anderen Seite empfangen genommen, von den Soldaten der SS. Ein Zug von vielen Zügen, von vergessenen Zügen. Sonderzüge, in denen das NKWD deutsche oder österreichische Kommunistinnen an die Grenze Deutschlands transportiert und der Gestapo ausliefert. Auf verschiedenen Strecken zunächst, abhängig vom Ort ihrer Inhaftierung, über polnische Grenzstationen, über lettische oder auch über Finnland. Dann, als Deutschland und Russland plötzlich eine gemeinsame Grenze teilen, nur noch über Brest-Litowsk. Jenes Brest-Litowsk, in dem sich Trotzki zwei Jahrzehnte zuvor mit Diplomaten des Deutschen Kaiserreiches getroffen hatte, um Frieden zu schließen, die Revolution zu retten. Um die 1000 Abgeschobenen sind es, die in den Akten der Botschaften und Geheimdienste dokumentiert sind, von ihnen nachweislich über 300 Kommunistinnen, Jüdinnen, Antifaschistinnen. Eine Vielzahl von Transporten, die ersten bereits 1935, die letzten im Mai 1941, einen Monat vor Kriegsbeginn. Und nur zwei dieser Transporte sind erinnert in den Beschreibungen Margarete Buber-Neumanns und Alexander Weisbeck-Tschibulskis, beide im Frühjahr 1940. Die meisten der in den Zügen von Russland nach Deutschland fahrenden sind Ingenieurinnen, Spezialistinnen, Facharbeiterinnen, deren Verträge auslaufen und denen die Heimreise freigestellt wird. Einige der Gefangenen sind nationalsozialistische Sympathisantinnen, manche Spione im Auftrag der deutschen Regierung. Andere aber, und nur um sie geht es zunächst, sind Kommunistinnen, größtenteils Mitglieder der KPD oder des österreichischen Schutzbunds. Als Anhängerinnen der Revolution sind sie in die Sowjetunion gekommen, die meisten erst nach 1933 oder 1934 geflohen. Manche von ihnen sogar später, nach jahrelangem Kampf im Untergrund, Aufbau und immer wieder Wiederaufbau der kommunistischen Partei, bis ihre Tarnung aufflog und sie verschwinden mussten. Viele von ihnen saßen in deutschen Gefängnissen, haben der Folter standgehalten, manche bereits in den ersten Konzentrationslagern. Antifaschistinnen sind sie, staatlich geprüfte zumal, denn die Auflagen der sowjetischen Behörden sind strikt. Nur jenen, die sich aktiv als Widerstandskämpferinnen im Sinne der KPD bewährt haben, wird die Einreise gewährt. Antisemitische Verfolgung gilt nicht als Grund zur Gewährung von Asyl. Von den Nazis verfolgt, dem Gefängnis, dem drohenden Lager entkommen, flüchten deutsche und österreichische Kommunistinnen ins russische Exil, in die Räterepublik, das Vaterland der Werktätigen, Heimat der Arbeitenden, in die röteste aller Städte des Planeten, Moskau. Nicht in erster Linie Schutz erhoffen sie, sondern die Möglichkeit, sich am Aufbau des Sozialismus anders weiter beteiligen zu können, aus der Emigration heraus den Widerstand gegen Deutschland zu organisieren. Bleiben wollen vermutlich die wenigsten von ihnen, zurückkehren wollen sie, mit einem neuen Ausweis, einem veränderten Auftrag. Und zurückkehren sie, aber unbewaffnet, nicht als Revolutionäre und statt als Soldatinnen der Sowjetmacht, als deren Gefangene. Aus Zwangsarbeitslagern kommen sie, aus Karaganda, Kasachstan etwa, aus den Zuchthäusern der Solowski-Insel am Weißen Meer oder direkt aus der Untersuchungshaft in Charkow, Gorki oder Engels, in der sie jahrelang sitzen, wartend auf einen immer gleich programmierten Prozess. Aus den entlegensten Orten der sowjetischen Republiken werden sie geholt, über tausende Kilometer hinweg, einzeln oder in kleinen Gruppen. Dann finden sie sich wieder. Alte Bekannte zum Teil in Sammelzellen der Butyrka des Moskauer Zentralgefängnisses, in dem sie nicht selten schon einmal saßen, einige Jahre zuvor, nach ihrer Verhaftung. Aber statt wie zuvor zu 110 in einer Zelle für 25, sind sie jetzt nur 25. Und statt auf Brettern schlafen sie auf Betten mit Matratzen und Decken, statt auf dem Boden und den eigenen Mänteln. Und statt zu dämmern, aber nicht zu schlafen, sitzen sie auf Stühlen und statt zu flüstern, reden sie laut und spielen, während ihnen damals noch das laute Laufen verboten war, von Nähen oder Singen ganz zu schweigen.
Wohlgenährt und medizinisch versorgt sind sie seit kurzem. Nicht mehr mit Wassersuppe gespeist, sondern mit dreimal täglich reichhaltigem Essen. Kurz vor der Auslieferung wird ihnen der Hunger gestillt, der sie jahrelang in den Untersuchungsgefängnissen quälte, in den Lagern zur Zwangsarbeit trieb. Als sollten die unfreiwillig Verschickten bei einem Empfänger einen guten Eindruck machen, ein höfliches Licht auf das Gastland werfen. Weniger vermutlich, um die Nazis von der Humanität des sowjetischen Strafvollzugs zu überzeugen, als eher vom Reichtum des Roten Reiches, das noch seine Häftlinge mit reichlicher Nahrung beschenkt. Denen, freilich, drängt sich ein anderer Eindruck auf. Gemästet werden sie, die man zum deutschen Schlachtmeister führt. Der Eindruck drängt sich auf, aber nur wenige sprechen ihn aus, trauen sich auszusprechen, was als wahrscheinlich erscheint, aber als unmöglich gilt. Fast niemand, welche Entbehrungen, Erniedrigungen, Entstellungen er hat auch erleiden müssen durch den NKWD, hält die Auslieferung an Deutschland für möglich, will sie für möglich halten. Noch in den Zügen glauben sie nicht daran, machen sich gegenseitig Hoffnung, versprechen sich, noch nach der Abfahrt Richtung Polen, gegen alle logistische Rationalität, eine Umkehr in Minsk, Abschiebung nach Litauen. Sie wollen, sie können es nicht glauben. Wie fest muss dieser Glaube an die proletarische Revolution gewesen sein, dass er noch in der Auslieferungszelle, nach Jahren Untersuchungshaft und Zwangsarbeit, gegenüber jedem nächsten Verbrechen Unglauben auszulösen vermag. Ein Teil der ausgelieferten Antifaschistinnen wird, nach den Verhören durch die Gestapo freigelassen, zu deutschen Arbeiterinnen oder Soldaten gemacht. Davon ist aber laut den Anordnungen der Gestapo ausgeschlossen, wer sich vor der Ausreise marxistisch aktiv betätigt hat, in der Sowjetunion kommunistische Politik weiter betrieben, gegen Deutschland gehetzt hat und auch jetzt noch an seiner kommunistischen Überzeugung festhält oder jüdischer Abstammung ist. Für die so Ausgesonderten endet die Rückkehr in Zuchthäusern und Ghettos, in Konzentrations- und Vernichtungslagern. Nur wenige überleben, für die anderen endet sie tödlich. In Lublin, Neuengamme und Mauthausen, in Auschwitz und Majdanek. Wie Speichen eines Rades ab einer bestimmten Geschwindigkeit stehen zu bleiben scheinen, dann sich rückwärts drehen, so fahren diese Züge zurück vom sozialistischen Russland ins nationalsozialistische Deutschland. In entgegengesetzter Richtung jenes plombierten Zuges, in dem Lenin wenige Jahrzehnte vorher nach Petrograd gebracht worden war, die Revolution zu machen. Der unaufhaltsame Fortschritt, der die Geschichte in den Kommunismus hätte führen sollen, springend von der ersten Revolution 1917 zur zweiten, notwendig zur Weltrevolution, endet hier. Nicht, wie schön wäre schon das, auf halber Strecke, nicht am Anfang, noch davor. In den Lagern. Fast schon natürlich denen der Feinde, aber auch unbegreiflich denen der Freunde. Doppelter Verrat. Verrat des Antifaschismus, Verrat des Kommunismus, von denen der Erstere selten ohne den Zweiten, der Zweite jedoch nie ohne den Ersten zu haben ist. Verrat vor allem aber der Kommunistinnen, der Genossen selbst durch die Genossen. Verraten an jene, deren Bekämpfung sie den Großteil ihres Lebens gewidmet haben, von 1918 an, auf die sie den Hauptteil ihres politischen Hasses lenkten, verraten von jenen, denen sie ihre Lebenszeit opferten, für die sie ihr Leben zu opfern bereit gewesen wären. Namenlos, kampflos zumeist sterben sie, nicht auf den Barrikaden, hinter ihnen, in den Gefängnissen Moskaus, tief in den sibirischen Steppen, dann wieder in den deutschen Lagern. Sie haben mit ihrem Tod gerechnet, mit einem frühzeitigen, gewaltsamen Tod. Aber nicht für die Revolution sterben sie, nicht, wenn es das gibt, für den Kommunismus. Für sie wird es nie einen Kommunismus mehr geben. Es gibt keinen Kommunismus für sie. Aber es gibt auch keinen Kommunismus ohne sie. Ohne sie wird es nie einen Kommunismus mehr geben. Aber wie sie erinnern, wie die erinnern, von denen so wenig zu erinnern bleibt.
Und vor allem, mit wem? Wen anrufen im Namen einer zu spät kommenden, nachträglichen Gerechtigkeit, nachtragenden Parteinahme für die von der Partei Verlassenen? Verlassen in den Zügen, versteckt in der Emigration, verraten in den KZs, unterworfen in den kleinen Wohnungen Moskaus, in den Zellen der Untersuchungsgefängnisse, in den sibirischen Lagern. Sie haben keine Verbündeten mehr, keine Freunde im Ausland, keine Kämpfenden an ihrer Seite, keine heimlichen Genossinnen, niemand, der um sich Mut zu machen an die sie denkt, an den sie denken könnten, um Hoffnung zu schöpfen. Mit wem ihre Einsamkeit teilen? Wenigstens das. Wenigstens ihnen Gesellschaft leisten, eine imaginäre, zu spät kommende Gesellschaft. Von Freundinnen hätten sie umgeben sein sollen. Jede Nachbarin eine Genossin, so hatten sie es sich vielleicht einmal vorgestellt. Einmal, endlich, nicht einer Gruppe Vereinzelter angehören, endlich einmal nicht misstrauisch sein müssen gegen die Menschen auf der Straße, die Sitznachbarin an der Werkbank, die Verkäuferin im Laden nebenan. Nicht sich verstecken müssen wie die Genossinnen in Deutschland, in Jugoslawien, in Österreich, Polen, Italien. Nicht mehr, wie sie selbst noch vor kurzem, Bücher nur heimlich lesen, sorgfältig getarnt mit aufgeklebten Rücken. Nicht länger Bedenken zerstreuen müssen durch öffentliches Bekenntnis zu gehassten Führern. Jetzt hängt an der Wand, oder möglicherweise schon nicht mehr, denn sie rechnen bereits mit ihrer Verhaftung, verweigern es noch einmal, sich sinnlos diesmal zu unterwerfen, das Bild des großen Genossen. Vielleicht steht an einem frühen Mittag des Jahres 1939 eine von ihnen auf, nachdem sie lange schweigend am Küchentisch gesessen hatte, nähert sich langsam diesem einzigen gerahmten Bild in der kargen Kammer und hängt es ab. Womöglich hält sie es kurz in den Händen, als suche sie nach etwas, das sie einmal darin zu finden geglaubt hatte, dann stellt sie es umgedreht, aber sorgsam neben die Spüle. Für große Gesten der Wut fehlt ihr bereits die Kraft. Um diese Zeit fallen vorsichtig einige Lichtstrahlen durch das schmale Fenster auf den Schrank, auf den Streifen nun gänzlich leerer Wand. Deutlich ist darauf der weiße Fleck zu erkennen, der sich auf einer durch den schlechten Kohleofen frühzeitig verdunkelten Tapete abzeichnet. Eine rechteckige Leerstelle, ein frei gewordener Platz, der nur darauf zu warten scheint, neu besetzt zu werden. Dabei sollte er doch, das wird jetzt viel zu spät deutlich, von niemandem besetzt werden. Dabei sollte es ihn, den leeren Platz selbst, doch gar nicht geben. Doch auch die Treue zum höchsten Führer der Partei, auch ein übereifriger Stalinismus, kann in den seltensten Fällen sicher noch vor Verhaftung schützen. Ohne Gerichtsverhandlung werden die Verhafteten von einem Untersuchungsrichter verurteilt, ihre Geständnisse mit Folter erpresst. Faschistisches Diversantentum, kritische Einstellung zur Politik der Komintern, so lautet die Anklage, oder pauschal konspirative Beziehung mit NS-Dienststellen, Spionage also. Sympathie für das nationalsozialistische Deutschland, das sie, als der Krieg beginnt, beinahe alle sich freiwillig meldend bekämpfen wollen, an der Seite oder besser noch als Rote Armee. Von hier aus wird jeder Versuch, eine umfassende Rationalität in den Verhaftungen und Verhören, in den Verurteilungen und Verbannungen zu finden, und sei es auch nur die irrationale Rationalität der Herrschaftserhaltung, mit dem Makel der Makellosigkeit behaftet sein, der, indem er mit zu spät kommenden Begriffen alles fasst, das Entscheidende verpasst. Die Fassungslosigkeit nämlich, die lähmende Starre, in die die Kommunistinnen verfallen, wehrlos ausharrend. Nachts, berichtet Margarete Buber-Neumann, warteten sie auf ihre eigene Verhaftung. Durch Wochen und Monate schon stand der Koffer bereit, der sie nach Sibirien begleiten sollte. Vielleicht beginnen sie, wie eine der Romanfiguren Manish Berbers, Vaso Milic, in Erwartung seiner Verhaftung, Selbstgespräche zu führen. Selbstgespräche, die aber eigentlich Gespräche mit Freunden im Ausland sind, mit vor langem gestorbenen Genossinnen,
die als einzige noch die Entfernung bemessen können, die den Herbst 1939 vom Oktober 1917 trennt. Ihnen und nur Ihnen, mit denen Sie die Erfahrung der Revolution teilen, die Erinnerung an jene historisch einzigartige weltweite Hoffnung, können Sie die Enttäuschung begreiflich machen, von der Sie unheilbar befallen sind. Für einen kurzen Moment war Ihnen ein anderes Leben, das Ende Ihrer Geschichte und der Geschichte Ihrer Vorfahren gegeben oder zumindest in Aussicht gestellt worden und dann wieder genommen. Dieser Verlust wird sich vielleicht durch nichts mehr ersetzen lassen. Sicher jedoch wird er in Ihrem kurzen Leben und allen bis heute Folgenden durch nichts mehr ersetzt werden. Aber es ist der Verlust selbst, der verloren gegangen sein wird. Den Nachfolgenden wird der Verlust bereits zur Voraussetzung ihrer Existenz geworden sein, zur Grundlage ihrer Erfahrung. Die revolutionäre Enttäuschung werden Sie bei größter Anstrengung nicht mehr verstehen können, obwohl wir, bis heute, streng historisch-wissenschaftlich betrachtet, Kinder genau dieser Enttäuschung sind. Nicht wir haben die Erfahrung der revolutionären Enttäuschung gemacht, sondern andersrum Sie uns. Nicht in absoluten Zahlen, natürlich, aber in relativen waren die Opfer des stalinistischen Terrors häufiger in dessen eigenen Reihen. Umso gefährdeter, je näher am Zentrum sie waren. Die Wahrscheinlichkeit der Verhaftung stieg mit Eintritt in die Partei. Es waren Kommunistinnen. Wer sollte sie als Kommunistinnen betrauern? Wenn nicht, wer immer das auch sei, die Kommunistinnen. Die Kommunistinnen aber schweigen in ihrer Mehrzahl. Die Archive sind oder waren bis vor kurzem offen. Und dennoch hat keine breite und tiefe Forschung begonnen, zumindest, vor allem nicht von jenen, denen sich die Fragen wann, wo am dringlichsten stellen müssten, die sich die Fragen wie, warum am rücksichtslosesten zu stellen hätten. Keine Arbeit der Erinnerung jener, deren Erinnerung die zu Erinnernden am dringendsten bedürften. Es darf hier kein Schweigen geben und ebenso wenig oder noch weniger jetzt ein Verschweigen. Kein schamhaftes, schuldbewusstes Verscharren der Toten durch jene, die noch immer in der Logik des Kalten Krieges verhaftet, aber glauben, es handle sich beim Erinnern der Opfer um eine antikommunistische Strategie, das Nennen ihrer Namen entfessle einen prokapitalistischen Fluch. In ihren Ängsten fühlen sie sich verfolgt von einer Armee der Leichen, die unter dem Banner der Konterrevolution marschiert, noch die letzten lebenden Kommunistinnen mit sich in ihre Gruft zu ziehen trachtet. In ihrer blinden Verteidigung eines angeblich realen Sozialismus bestätigen sie mit der ihnen als Kommunistinnen zukommenden Autorität die Behauptung ihrer Gegner, das sei schon der Kommunismus gewesen und wenn nicht die einzige, so doch immerhin eine Alternative zum Kapitalismus, zu dem es folglich keine ernstzunehmende Alternative gibt. Indem diese Kommunistinnen der Vergangenheit die Vergangenheit in Schutz nehmen gegen Angriffe einer siegreichen Gegenwart, verteidigen sie eine zeitweise siegreiche Vergangenheit, wie sie sich aus der Sicht einer Gegenwart darstellt, für die der Kopf Stalins auf immer an die Wange von Marx geschweißt bleiben wird. Es darf hier kein Verschweigen geben, aber genauso wenig oder beinahe genauso wenig jetzt ein Schweigen. Ein unbedarft fröhliches Fortschreiben der Gegenwart, geschichtsloses Fortfahren in der Geschichte durch jene, die von einem Traum der Zukunft träumen, der sich selbst neu zu träumen in der Lage wäre, der unbelastet von den Albträumen der Vergangenheit bei Null beginnen könnte. Freie Wahl einer neuen Terminologie oder auch nur eines neuen Namens, eines unbeschmutzten Namens für das Projekt einer, in aller Regel weniger als, alles umfassenden Emanzipation. Als könnte hier ein neuer Name mehr leisten, als die guten, geläuterten, besten Absichten zu bekräftigen. Als könne er auch an den Gefahren etwas ändern, die unter verändertem Namen unbehindert von wissender Vorsicht fortleben. In ihrer Rhetorik des Bruchs mit einer Vergangenheit, mit der sie nicht brechen können, weil sie sie beschweigen,
sie nicht einmal kennen, bestätigen diese Kommunistinnen der Gegenwart, die sich selbst in aller Regel nicht Kommunistinnen nennen, die Behauptung ihrer Gegner, das Ende der Geschichte sei bereits erreicht, weil für sie diese Geschichte beendet ist. Als gäbe es keine Vorfahren, als habe es keine Vorkämpferinnen gegeben. Aber die vergangenen Kämpfe, um die Zukunft zu begraben, bedeutet unter den fortwirkenden Bedingungen der Niederlage nichts anderes als die Zukunft selbst, eine andere Zukunft zu begraben. Indem sie ihre Utopie reinhalten wollen, von den gewesenen Gemetzeln, von den Waffen der Revolutionäre, die sich gegen die Revolutionäre richteten, halten sie ihren Traum rein von der Geschichte der Macht und den Kämpfen um sie, halten sie die Utopie rein von der Wirklichkeit, zu der sie drängen sollte. Indem sie das Interesse für die Revolution verlieren, wo diese siegreich war, und nur solche Revolutionäre zu Ikonen erheben, die starben, bevor sie so weit hätten kommen können, bestätigen sie, dass sie nur träumen wollen, aber nicht siegen. Beide, Kommunistinnen der Vergangenheit wie der Gegenwart, arbeiten somit am Phantasma einer unschuldigen Position, die sich der Illusion hingibt, von vorne bei Null anfangen oder einfach ungebrochen fortfahren zu können, ohne die schmerzliche Arbeit über die und an der Geschichte. Aber in diesem Fall, wie vielleicht in allen solchen Fällen, führt die Flucht vor der Geschichte immer nur im Kreis. ...1937. In diesem langen Jahr, das mit dem ersten Moskauer Schauprozess im August 1936 beginnt und bis zum vorerst letzten Schauprozess im März 1938 reicht, feiert die Oktoberrevolution ihren 20. feiert sie ihren letzten Geburtstag. 1937, im Tosen des großen Terrors, geht die russische Revolution unter, ersäuft im planmäßigen Rausch, erstickt an sich selbst. Unabhängig davon, von wo sie gekommen ist, unabhängig davon, wann genau sie begonnen hat, erringt die Konterrevolution jetzt ihren finalen Triumph. Denn es ist, ohne allen Zweifel, eine Konterrevolution, die in diesem langen Jahr zu ihrem Abschluss kommt. Sie ist es, weil sie die Revolution beendet, ihre letzten Überbleibsel begräbt, zunächst vor allem die Revolutionäre. Von den 1.900 Delegierten des 17. Parteitages, des Parteitages der Sieger, sind keine 5 Jahre später 1.100 verhaftet. Von den 136 Parteisekretären, die das Adressbuch für Moskau und Umgebung auflistet, noch 7 im Amt. Die Rote Armee verliert 1937 mehr höhere Offiziere als je eine Armee in Friedenszeiten. Die exilkommunistische Partei Japans wird, ebenso wie diejenige Deutschlands, dezimiert, die polnische restlos liquidiert. In Leningrad, Hauptstadt der Revolution, werden ähnlich wie auf dem gesamten Gebiet Russlands 90% aller Parteikader verhaftet, die sogenannten trotzko-faschistischen Wanzennester ausgeräuchert und zerstört. Die Konterrevolution ist gründlich. Aus Woronesch telegrafiert der Parteiarbeiter Andrei Andreev nach Moskau: Hier existiert kein Büro mehr. Alle Kader sind als Feinde verhaftet. Jetzt weiter nach Rostow. Es ist ohne allen Zweifel die stalinistische Konterrevolution, die die Revolution im gemeinsamen Lieblingsvokabular beider liquidiert. Und sie ist es gleichzeitig mit Sicherheit nicht. Zu keinem Zeitpunkt deklariert sich diese Konterrevolution als Konterrevolution. Zu keinem Zeitpunkt erklärt sie offen den Errungenschaften der Revolution den Krieg, sondern erklärt den Krieg vielmehr der Konterrevolution selbst. Nicht von außen bricht sie über die sozialistische Heimat herein, sondern von innen, vom Hauptsitz der Regierung, vom Zentrum der Partei. Keinen militärischen Putsch organisiert sie, ruft keine befreundeten ausländischen Truppen zu Hilfe, sondern entlarvt selbst beständig, unermüdlich die omnipräsenten Verschwörerinnen, Spione, Agentinnen feindlicher Mächte.
Nicht unterm weißen Banner marschiert sie, sondern unterm roten. Und nicht im Namen der Ordnung, der Freiheit, des Marktes kämpft sie, sondern im Namen der Revolution, des Sozialismus, des Plans. Denn geplant ist sie, die große Terrorwelle, zentralistisch, bürokratisch. Eine staatssozialistische Terrorplanung ebenso genau und ebenso ungenau wie die staatssozialistische Wirtschaftsplanung. Am 30. Juli 1937 wird die berühmte Verordnung 447 erlassen. Sie verlangt die Verhaftung von 330.000 Menschen, von denen nach Einteilung in zwei Kategorien 260.000 zu inhaftieren sind, im Lager für 8 bis 10 Jahre und 70.000 zu exekutieren. Wie die Produktion, so erfolgt auch die Repression nach Plansoll. Und das Plansoll wird, wie immer im Reich der tapferen Stachanow-Arbeiterin, übererfüllt. In diesem sozialistischen Wettbewerb überbieten sich die Kader, können sie ihren Fleiß beweisen. Wie etwa ein gewisser, noch als Anti-Stalinist bekannt werdender Chruschtschow, der die Hinrichtung von 56.000 Verdächtigen anordnet, bei einer Quote von 50.000. Schon bald, nach nur einem Monat, verlangen die regionalen Kader eine Erhöhung der ihnen zugeteilten Quoten. Schon bald folgen auf die Verordnung 447 weitere Verordnungen, die nach der Liquidierung der ehemaligen Kulaken, der Verbrecher und anderer antisowjetischen Elemente nun die Liquidierung der kriminellen Elemente oder die Liquidierung der Angehörigen der Volksfeinde fordern. Als die Terrorwelle plötzlich ausläuft, sind 1.300.000 Menschen verurteilt, davon 680.000 zu Tode. Das sind 85% aller Todesurteile der gesamten Stalinzeit, die während den Feiern zum 20. Jahrestag der Revolution verhängt und vollstreckt werden. Begleitet von Jubelparaden, gerahmt von leuchtenden Bannern mit folgendem Stalin-Zitat: Es lebt sich besser, es lebt sich fröhlicher. Von innen betrachtet lässt sich nicht erkennen, kann sich nicht erkennen lassen, welchen Sinn diese Verfolgungen haben. Ohne den möglichen Überblick einer späteren Perspektive zu nutzen, ohne nachträglich zu spät kommend wenigstens noch eine Erklärung anbieten zu können, scheint das Beharren auf einer inneren Logik der politischen Rationalität immer nur die alte Antwort und Auswegslosigkeit wiederholen zu können, die aus den Fragen der Verhafteten spricht. Warum? Wofür? Warum gerade ich? Als ließe sich die destruktive Dynamisierung der sowjetischen Gesellschaft verstehen, unter Absehung der Agrarrevolution gewaltsamer Kollektivierung, dieser nachgeholten ursprünglichen Akkumulation, der Vertreibung von Abermillionen Bäuerinnen, Grundlage für Urbanisierung und Industrialisierung. Als ließe sich die gewaltsame Logik der bolschewistischen Partei entziffern, ohne Berücksichtigung ihrer dreifachen Schule von Zarismus, Krieg und Bürgerkrieg. Als könnte eine Analyse des zur geschichtlichen Macht gewordenen historischen Materialismus gelingen, ohne Berücksichtigung seiner materiellen Grundlagen, ohne Analyse der Ökonomie. Jener Ökonomie, die eigentlich im Inneren des vom Sozialismus eröffneten politischen Feldes angeordnet werden müsste und doch vom bürokratischen Zentralismus beständig als die Basis reproduziert wurde, die sich dem politischen Überbau als fremdes Objekt scheiternder Beherrschungsversuche entzieht. Als ließe sich also die Willkürlichkeit der Verhaftung verstehen, ohne Verständnis der hochbeschleunigten Staatskapitalisierung, deren innere Kolonien des Gulag-Systems eine unstillbare Nachfrage nach Arbeitssklavinnen entwickeln. Jenes Zwangsarbeitssystem, das sich mangels äußerer Kolonisierung und ihr zugehöriger rassistischer Ideologie eine notwendig andere politische Form der Arbeitskraftbeschaffung gibt. Als könne die politische Irrationalität des Stalinismus entschlüsselt werden, ohne den Schlüssel der ökonomischen Rationalität des disziplinierten Produktivismus, des kapitalistischen Imperativs, der unverändert als systemisches Unbewusstes aus der staatssozialistischen Politik spricht. Aber der Ausweg eines Außens birgt Gefahr und Verlockung,
die Tendenz einer Überschreibung der Verantwortung für das Scheitern des Kommunismus in sich. Die Tendenz, die Möglichkeit einer Wiederholung dieses Scheiterns im Außen, entweder der unwiederholbaren Spezifik der historischen Bedingungen oder der anhaltenden Macht des immer schon Gegners zu bannen. Die Betonung des unveränderten Anhaltens der so bekannten wie bekämpften Herrschaft neigt dazu, den Bruch mit ihr zum Verschwinden zu bringen, trotzdem und indem sie fortexistiert, und versperrt somit den Blick auf die anhaltende Möglichkeit der Kollaboration, auf die spezifischen Verbindungen, die der Sozialismus anders und doch vergleichbar der Sozialdemokratie mit dem Kapitalismus eingeht. Sie tendiert damit dazu, alle Verbrechen auf die Seite eines stilisierten anderen zu schlagen und steht somit im Dienste einer Schuldabwehr, die ein linkes Subjekt erschafft, das mit den Fehlern und Verbrechen der historischen Vorgänger in keiner inneren Beziehung steht. Wir sind und waren immer schon die Guten. Aber die Wahrheit ist paradox. Nein, das war nicht der Kommunismus. Aber es war gleichzeitig nicht der Kommunismus. Aber auf die antikommunistische Kritik des Kommunismus reagieren Kommunistinnen mit Verteidigung. Es sei ja nicht alles am Kommunismus schlimm gewesen. Mit Abwehr, das sei überhaupt kein Kommunismus gewesen. Oder mit Angriff. Die Kritik der kommunistischen Verbrechen diene nur der Legitimation der Verbrechen seiner Feinde. Jedes Mal haben sie recht. Aber was über den Kommunismus ist gesagt damit, dass der Nationalsozialismus schlimmer, der Kapitalismus genauso schlimm gewesen ist? Welches Urteil gesprochen über einen Kommunismus, in dem nicht alles, nur fast alles schlimm war? Und vor allem, welcher Anspruch erhoben auf einen Kommunismus, der trotz jahrhundertelanger Versuche, ihn zu realisieren, real doch nur in der Fantasie derer existierte, die immer, wenn sie befragt werden, leider gerade ohne alle Macht sind? Handelt es sich bei der Skepsis der Massen gegenüber allen kommunistischen Versprechungen nach den Revolutionen des 20. Jahrhunderts wirklich lediglich um falsches Bewusstsein und nicht vielmehr um Richtiges? Aber auf die Frage nach einer Versicherung gegenüber dem revolutionären Risiko ist das wohlfeile Versprechen, das nächste Mal werde es schon demokratischer zugehen, ebenso schnell gegeben wie die nur scheinbar radikalere Antwort über das Aussehen des Kommunismus könne, ja dürfe, keine Aussage getroffen werden. Das Bilderverbot, gegen die Möglichkeit der Wiederholung der Gegenwart im Traum gerichtet, wird zur Lüge, die die Möglichkeit der Wiederholung der Vergangenheit im Trauma verdeckt. Das Diktum, das schöne Bild des wahren Kommunismus lasse sich nicht zeigen, wird zur Legitimation vor den hässlichen Bildern des falschen Kommunismus die Augen zu verschließen. Als wäre es an einer gewissen, einer ungewissen Zukunft und nicht an den Kommunistinnen, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum der Kommunismus der Zukunft dem Kommunismus der Vergangenheit nicht gleichen, nicht einmal ähneln wird. Eine Antwort auf die Frage, warum eine andere Welt nicht nur möglich ist, sondern vor allem anders. Eine Antwort auf diese für Kommunistinnen schwierigste und dringlichste Frage, auf die Kommunistinnen wie die hier Vorlesende noch keine Antwort haben geben können. Die vom Kommunismus versprochene Zukunft ist nie Gegenwart geworden, aber sie ist auch nicht Zukunft geblieben. Das Ende der Geschichte bedeutet nicht weniger, als dass heute, und das heißt nach 1990, der weitaus größere Teil der Zukunft bereits hinter uns liegt. Es bedeutet, dass die Poppersche Losung, die zu verteidigende Welt sei zwar nicht die beste aller möglichen, wohl aber die beste aller existierenden, zum Stimmungsbild der ganzen Welt geworden ist. Im Vergleich zu den besinnungslosen Glückslügen der stalinistischen Lobreden wirkt diese Losung sympathisch gelassen. Aber von Beginn an ist diese Parole, die sich in der Rhetorik des Kompromisses als affektlose Kühle des Kopfes inszeniert, mit einer furchtbaren Traurigkeit geschlagen. Nicht, weil es so schön ist, bleiben sie stehen, sondern
weil ihnen der Mut fehlt, weiterzugehen. Bewegung ist zwecklos. Das macht das Jubelgeschrei der Sieger des Kalten Krieges so wenig überzeugend. Es ist ohne alle Freude. Statt von Erleichterung über das Abwenden einer drohenden Gefahr oder von Mitfreude mit dem neuen Glück der ehemaligen Unterdrückten, Russlands neuen Millionärinnen, nährt es sich von verbitterter Missgunst. Es ist die Schadenfreude der neidvoll daheimgebliebenen gegenüber der auf hoher See ersoffenen Schwester. So ist der Sieg selbst von einer vorhergehenden Niederlage gezeichnet. Nicht gewonnen haben die Antikommunistinnen, sondern sich ergeben, in die Unabänderlichkeit des Schicksals. Antikommunistinnen gewinnen nicht, sie geben auf, nämlich ihre Träume. Von nichts anderem handelt der Merkspruch, wer in der Jugend keine Sozialistin sei, habe kein Herz, wer es im Alter bleibe, keinen Verstand. Vom sogenannten Erwachsenwerden. Das ist nur ein anderes Wort für den Verlust aller Hoffnung. Die Apologetik des Bestehenden gründet somit nicht auf Freude über das Wirkliche, sondern auf verdrängter Trauer um das Mögliche. Nicht auf Angst um das Erreichte, sondern auf Furcht vor dem Erreichbaren. Beides aber ist historisch begründet. Deswegen dieser Ansatz. Wer vom Stalinismus nicht reden will, sollte vom Kommunismus schweigen. Aber was kann vom Stalinismus sagen, wer vom Kommunismus nichts hören will? Wer von der Geschichte dieser Vergangenheit schreiben will, ohne von der Geschichte der Zukunft zu schreiben, die sie in sich begräbt? Ebenso wie der relativen Preistheorie der Wert, wird der komparativen Herrschaftsanalyse immer genau das entgehen, um was sie doch beständig oszilliert, die Herrschaft selbst. Die Herrschaft selbst ließe sich verstehen nur vor der Möglichkeit ihrer Abschaffung. Und diese Abschaffung, diese Möglichkeit der Herrschaftsfreiheit existiert, aber nicht a priorisch, sondern historisch. Das ist das Ereignis des Kommunismus. Nicht wie die Sklavinnen, die nur so frei sein wollten wie ihre Herrinnen, nicht wie die Bäuerinnen, die nur den Zehnten zahlen wollten und nicht den Fünften, nicht wie die Bürgerinnen, die nur die politische Freiheit wollten, aber nicht die ökonomische. Die klassenlose Gesellschaft haben die Arbeiterinnen verlangt. Die Abschaffung aller Herrschaft haben die Kommunistinnen versprochen. Und solange sie erinnert werden, werden sie nie mehr aufhören, sie versprochen zu haben. Es ist für die Herrschaft nicht ungewöhnlich, sich als Freiheit zu verkleiden. Aber etwas ist anders, seitdem die Herrschaft derer in die Welt getreten ist, die gegen alle Herrschaft der Welt kämpften. Und dieses Etwas verfehlt, wer bloß aufzählt, welche Straßen noch alle mit guten Absichten gepflastert wurden, oder resigniert verkündet, die Macht habe noch gegen alle Ideen obsiegt. Der Mensch ist schlecht geboren. Das ist die vielgesichtige Formel, in der sich diese verschließende Trauerarbeit beschließt. Eine historische Melancholie auf gesellschaftlichem Niveau, die sich als Realismus kleidet. Der Mensch sei des Menschen Feind, er habe seinesgleichen immer schon abgeschlachtet und werde sie also auch in Zukunft abzuschlachten fortfahren. Krieg gestern, Krieg heute, Krieg morgen. Das klingt schlimm, aber es ist in Wirklichkeit viel schlimmer. Denn die Behauptung der Wiederholung des Immergleichen ist in Wirklichkeit eine Beruhigungsformel, die sich über das wahre Grauen legt. Wenn es immer schon schlimm war, dann ist eigentlich auch nichts Schlimmes passiert, dann kann eigentlich auch nichts Schlimmes mehr kommen. Aus der Vergangenheit alles gelernt zu haben und also aus der Zukunft nichts mehr lernen zu können, ist, auch wenn es nur die Furcht zu lernen gab, ein perfider Trost. Ein Trost, der aber nicht mehr trösten kann, seitdem eine Zukunft versprochen worden ist, in der die Lehren der Vergangenheit nicht mehr gültig sind, es keinen Anlass zur Furcht mehr gibt. Der Stalinismus, dieses Verbrechen an der Zukunft der Menschheit, ist so nicht irgendeine, nicht bloß eine weitere Herrschaft, sondern Paradigma und erstes Glied in einer unabgebrochenen Reihe von Enttäuschungen, die so niederschmetternd nur hatten werden können,
weil sie auf einer Hoffnung basieren, die früheren Generationen unbekannt war. Deswegen ist dem Antikommunismus zuallererst vorzuwerfen, dass er die Verbrechen des Stalinismus verharmlost. Nicht, weil in den Gulags neben den Menschen auch noch eine Idee gemordet worden wäre, was für ein zynischer Einfall, sondern weil erst der Kommunismus das historisch einklagbare Anrecht in die Welt gezwungen hat, keine Entmündigung hinnehmen, nicht eine einzige Erniedrigung mehr ertragen zu müssen. Seitdem ist noch das kleinste Unrecht größer und das größte schmerzt um ein Vielfaches mehr. Und am Ende schien es mir so, der Grund dafür ist, dass der Kommunismus die absolute Herrschaftslosigkeit versprochen hat. Aber jetzt mal etwas überspitzt gesagt, das hat die Bibel auch. Das heißt, es ist natürlich doch die Frage, mit welchem Instrumentarium möchten bestimmte Leute etwas abschaffen. Und in der Bibel ist es sozusagen der Glaube an Gott, der das Böse in der Welt überwinden soll. Und im Kommunismus ist es, ja, ich sage jetzt mal, erstmal die Kritik des Kapitals, die das Böse in der Welt überwinden soll. Und an der Stelle wäre sozusagen schon zu fragen, was von beidem ist richtig und was hält man sich? Das ist sozusagen der erste Baustein, den ich hier anbringen will. Der zweite ist dann, dass man sich fragen muss, wenn man den Stalinismus betrachtet, ob das ein außerordentliches Ergebnis der kommunistischen Idee ist oder ob es eine gewisse Notwendigkeit gab, die von der Idee dahin geführt hat. Und da bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher. Ich glaube nämlich, dass ein bestimmtes Element der Idee automatisch zu einer totalitären Gesellschaft geführt hat. Und das ist die Idee, eine gesamte Gesellschaft völlig rational zu planen. Also dort steckt ein starker aufklärerischer Impetus drin, den man auch bis zu einem Stück verteidigen muss. Aber die Frage ist, ob dieser Impetus umkippt, wenn man sozusagen versucht, eine Gesellschaft rational durchzuplanen, ob das nicht automatisch sich gegen das Individuum, das sich halt nicht der Rationalität fügt, wenden muss. Und an der Stelle würde ich zum Beispiel als ein Beispiel eher den Anarchismus, nicht um den jetzt total zu verteidigen, sondern um einfach auch den Begriff des Kommunismus jetzt nicht zu sehr wiegen zu lassen, einfach andere Geschichten aufzuwärmen, der halt bei der Anarchismus genau dieses Moment der totalen Rationalisierung der Gesellschaft hat er doch ein Stück weit sozusagen einen Respekt vor dem Chaos oder so entgegengestellt, was ich glaube, was sich als nachträglich vielleicht gar nicht als so dumm erwiesen hat. Ich würde erstmal zustimmen darin, dass diese Bestimmung des Kommunismus als das Versprechen der Abschaffung aller Herrschaft, das Versprechen der Realisierung einer herrschaftsfreien Gesellschaft, nicht so total gemacht werden kann, wie ich das eben skizziert habe, sondern dass es natürlich für dieses Versprechen, für diesen Messianismus schon viele historische Vorgängerinnen gibt. Religiöse, aber auch schon in den Bauernkriegen und so weiter, sehr weit zurückreichende bis zu den Spartakuskämpfen und so weiter. Und der Kommunismus tritt ja meiner Interpretation nach auch genau als Erbe dieser vielen verschiedenen Bewegungen auf, versteht sich als Fortsetzung und Bündelung dieser vergangenen Kämpfe und tritt auch auf mit dem Versprechen, diesen vergangenen Kämpfen, Kämpferinnen und diesen Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und gleichzeitig nimmt er aber natürlich in der Kritik der Religion gegenüber manchen Versprechungen auch eine entscheidende Wendung vor, indem er dieses Reich der Freiheit oder der Herrschaftsfreiheit
nicht ins Jenseits verlegt, sondern sagt, ist in der Wirklichkeit zu realisieren. Und dieses Versprechen, alle Herrschaft abzuschaffen, ist, glaube ich, auch eines, das nie, wenn es gegeben wird, zur Gänze bekannt ist. Es ist eben ein Versprechen auf etwas, was noch nicht in Gänze definiert werden kann. Deswegen glaube ich, dass es als Versprechen auch offen ist für Transformation und dass im Namen des Kommunismus auch Herrschaften angegriffen werden können, die von den ersten Kommunistinnen noch nicht benannt wurden. Eben nicht nur die Herrschaft des Kapitals, sondern ein Kommunismusbegriff, mit dem ich in diesem Buch im Gegensatz zum vorherigen operiere, der auch andere Herrschaften und die Abschaffung Kritik einschließen würde. Ich finde diese Ansätze, auch auf Marx zurückzugehen und auch danach zu fragen, ob nicht möglicherweise schon in den frühen Texten Blindstellen sind und ob es nicht auch schon in den ersten Gedanken Momente von Herrschaftlichkeit gibt, die diese Theoretikerin nicht mitreflektiert haben und die sie deswegen in ihren Theorien und auch ihren Prognosen auf die Zukunft mit fortführen, das zu reflektieren, halte ich für extrem sinnvoll. Und gleichzeitig glaube ich nicht an ein einfaches Schema der Übertragung einer Theorie in eine Praxis. Ich glaube auch nicht, dass wir dem Scheitern der russischen Revolution wirklich nahe kommen, wenn wir uns nur auf die Analyse der leninischen Texte und stalinistischen Theorien fabrizieren. Denn ich glaube, dass aus einer materialistischen Perspektive diese Theorien permanent verändert werden, umgebrochen werden in verschiedenen historischen, politischen Situationen. Dass zum Beispiel Lenin in Staat und Revolution eine viel stärkere Staatskritik hatte, als irgendwie in seiner Politik. Dass diese Theorie fast gar nichts mehr mit dieser Praxis zu tun hatte und dass deswegen notwendig ist, auch mehr in der Geschichte und in der Politik zu suchen, als nur in den Ansätzen. Und die Gegenüberstellung von Anarchismus und Kommunismus würde ich, glaube ich, momentan zu der gegenwärtigen historischen Situation nicht mehr so machen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das bestätigt sich so ein bisschen bei den Lesungen, die ich mache, dass diese Gegenüberstellung, diese alte Feindschaft so ein bisschen obsolet geworden ist und dass es diesen Kampf nicht mehr gibt. Und was, wenn ich über Kommunismus und das Scheitern des Kommunismus rede, dann meine ich natürlich auch den Verrat nicht nur an den Kommunistinnen hier 39, über die ich jetzt geredet habe, die ja tatsächlich auch schon Stalinistinnen waren, wie Margarete Buber-Neumann, obwohl sie eine heftige Kritikerin des Stalinismus und auch die Kritikerin des Kommunismus war, sondern ich meine auch den Verrat an all den Kommunistinnen, die als Anarchistinnen in die Sowjetunion gekommen waren, wie Viktor Serge, wie Emma Goldman, wie Alexander Bergmann und natürlich meine ich Kronstadt. Ich habe zwei Kritikpunkte, die ich anmerken möchte. Also so, zum einen ist es eine eher ästhetische Sache und zum anderen eine inhaltliche. Also zur Ästhetik, also ich fand es am Anfang, wo du sozusagen so die Opfer und sozusagen das Leiden der Opfer beschrieben hast, finde ich es relativ schwierig sozusagen so, also das geht mir nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Sachen, die sich dem so annähern, wie das heißt, zum Beispiel Jonathan Littell oder so, also so einen eher literarischen Weg sozusagen, wo man dann irgendwie die Möglichkeit hat, etwas nachzuempfinden oder sozusagen etwas ausgemalt wird, finde ich in dem Zusammenhang halt relativ schwierig, weil das eben immer so ein Zugreifen auf ein Leiden ist, was man eben aber nicht wirklich sozusagen real dadurch bewusst machen kann, sondern eben, finde ich, dem man dann immer nicht wirklich gerecht werden kann. Oder wo man eigentlich, wie ich finde, immer das Problem hat, dass man sozusagen eher sich sogar noch das, über das Leiden der Leute hinweggeht oder dass sich sozusagen falsch aneignet, indem man sozusagen versucht, das jetzt auch wirklich vielleicht im ernsthaften Sinne und wirklich sozusagen mit aller Ehrenrührigkeit sozusagen als schlimm hinzustellen. Also ich finde, man hat halt einfach das Problem, dass man daneben immer wirklich dieses Leiden selbst sozusagen, also dem gar nicht gerecht werden kann, weil allein sozusagen eben so die Sprache mit all ihren möglichen Ausmaßen dem einfach nicht gerecht werden kann. Und deswegen finde ich dann so eine literarische Form schwierig. Und zum Inhaltlichen, also du hast sozusagen dann auch, das klang in deinem Vortrag schon an und du hast auch im, sozusagen im letzten Teil der Diskussion dann auch nochmal gesagt, dass du, dass Kommunismus für dich impliziert, wirklich alle Herrschaftsverhältnisse oder so abzuschaffen. Und
Das finde ich in der Hinsicht schwierig, weil ich sagen würde, dass es eben Herrschaften gibt oder Herrschaftsverhältnisse, denen der Mensch relativ direkt ausgesetzt ist, wie dem beispielsweise der Natur, wo ich sagen würde, dass es eben unmöglich ist, die abzuschaffen und dass der Versuch, die abzuschaffen, sozusagen sich nur gegen den Menschen selbst, gegen seine Grundlagen, seine Körperlichkeit und so weiter wenden kann. Es soll jetzt nicht irgendwie so wirken, als ob man jetzt irgendwie die Bäume irgendwie drücken soll oder irgendwie Jesus-Freak-mäßig irgendwie unterwegs sein soll, das würde ich nicht verstanden werden, sondern einfach, dass es sozusagen darum geht, dass man zumindest bestimmten Differenzen Rechnung tragen muss und dass es auch, dass eben sozusagen Mensch Bedürfnisse hat, die eben auf einer bestimmten Natur des Menschen ausbasieren, dass man eine bestimmte psychische Verfasstheit hat, die teilweise natürlich bedingt ist, dass es eben natürliche Lebensgrundlagen gibt und dass diese, und ich finde, da muss man irgendwie nicht großartig blumig da irgendwie drum rumreden, dass diese eben Herrschaftsverhältnisse sind, mit denen man sich arrangieren muss. So finde ich eben eine Notwendigkeit und da finde ich es falsch, sozusagen so als Maßgabe zu setzen, dass es darum ging, irgendwie alle Herrschaften abzuschaffen. Also das finde ich halt schwierig. Okay, zuerst zu dieser Frage, die du ästhetische Frage nennst. Die steht natürlich ziemlich weit im Vordergrund, sowohl bei diesem als auch bei dem anderen Buch. Und ich bin mir der Schwierigkeit dieses Ansatzes auch durchaus bewusst. Ich würde auch bezogen auf andere Herrschaftsverhältnisse, andere historische Phasen, Opfergruppen, die Position der, die Problematisierung der Darstellbarkeit oder vielleicht auch die These der Undarstellbarkeit stärker machen, als in dem Fall von ermordeten Kommunistinnen, bei denen ich den Eindruck hatte, dass man über einen empathischen, identifizierenden Zugang doch relativ weit kommen kann, indem du dich in diese Tradition stellst. Weil sie stehen als Kommunistin in einer Tradition, in die du dich stellen kannst, indem du dich zur Kommunistin erklärst. Dadurch kannst du zu ihnen eine Position der Nähe einnehmen, die du gegenüber anderen Ermordeten nicht einnehmen kannst. Ich denke, das ist eigentlich geschenkt, dass die Sprache nicht das tatsächliche Leiden wiederholen kann. Könnte sie das, dürfte über das Leiden nicht gesprochen werden, denn es wäre ja extreme Gewalt. Das Sprechen über Folter ist nicht selber Folter. Das ist auch gut so. Nur weil das so ist, können wir versuchen, mit der Sprache uns der Gewalt anzunähern. Und ich denke, dass dieser Versuch der Annäherung bei dem Wissen, dass er scheitern muss, zum Scheitern verurteilt, sinnvoll sein kann, um eine andere Form der Annäherung an die Geschichte zu erreichen. In diesem Fall hatte ich den Eindruck, dass es nicht mehr nur darum gehen kann, theoretische Erklärungen zu finden für das, was passiert ist, sondern dass tatsächlich auf affektiver Ebene mit der Geschichte umgegangen werden muss, dass eine Trauerarbeit geleistet werden muss. Weil eben die verweigerte Trauer um die Opfer des Kommunismus selber das emanzipatorische, revolutionäre, kommunistische Begehren blockiert. Das ist meine These. Deswegen, und das ist nur der instrumentelle politische Grund, ist es notwendig, eine Trauerarbeit zu leisten. Und die vollzieht sich mit einer bestimmten Sprache, die teilweise auch in der Gefahr steht, an den Rand des Pathos zu reichen. Und die Frage der Abschaffung der Herrschaft. Ich hatte das, glaube ich, bisher eigentlich eher so verstanden, dass was im Umgang mit dem, was du jetzt Natur nennst, zur Herrschaft führt und sich gegen den Menschen richtet, eigentlich doch schon die Konzeption der Natur als etwas, das den Menschen beherrscht ist. So kenne ich diese These aus der Dialektik der Aufklärung. Dass die Menschen in dem Moment anfangen, die Natur zu beherrschen, indem sie sich auch von der Natur beherrscht wähnen. Und dass eigentlich die Herrschaft, die zum Problem wird, die Herrschaft der Naturbeherrschung ist, die sich gegen die Subjekte richtet. Ich kenne die Auseinandersetzung mit der Natur in der Regel eher so, dass die Behauptung einer unhistorischen, unveränderlichen Natur zur Legitimation von Herrschaft heranreicht. Deswegen würde ich das, was du als unveränderbar bezeichnest, versuchen, möglichst
vage oder in der Entfernung zu halten, um offen zu halten, was genau das ist. Möglicherweise hast du recht, dass die Vorstellung einer absoluten Omnipotenz, die Vorstellung einer gewissen Gottwerdung der Menschen durch eine Revolution selber herrschaftliche Effekte zeitigen muss. Aber wenn ich zum Beispiel die Texte aus der Avantgarde, der Biokosmisten oder so lese, habe ich eher den Eindruck, dass das eine unglaubliche Befreiung der Fantasie zur Folge hatte, die nicht in der logischen Verbindung, historischen Verbindung mit dem Stalinismus steht, sondern die gegenteilige Position markiert, eher eine Öffnung. Weil die zum Beispiel ja die Vorstellung hatten, Revolution wird auch heißen, dass wir unsere Körper verlassen. Revolution wird heißen, dass wir das All besiedeln, dass wir auf den Mond gehen. Und das nicht als fantastische Spinnereien, sondern als logische Schlussfolgerungen, die so funktioniert haben. Wenn der Sozialismus die Realisierung der Gerechtigkeit ist und der Sozialismus aber erst sich in der Zukunft realisiert, das heißt, die gegenwärtigen Menschen und vergangenen Menschen, die dafür kämpfen, ihn nicht erreichen werden, dann basiert dieser Sozialismus ja auf der Ausbeutung der Vergangenheit durch die Zukunft. Dann werden ja die Menschen, die jetzt dafür kämpfen, ausgebeutet worden sein für das Glück der zukünftigen Menschheit. Dann ist dieser Sozialismus nicht sozial gerecht. Das heißt logisch, die Forderung, alle Menschen müssen unsterblich werden, alle Toten müssen zu Leben erweckt werden. Und ich kann darin keine Wurzel von zukünftiger Herrschaft entdecken. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an die Kritikpunkte, die formuliert haben, weil ich kann der Antwort da auch nicht hundertprozentig zufriedenstellend fand und die Kritik des Festhaltens am Kommunismusbegriff nochmal auf einer anderen Ebene formulieren. Und zwar scheint es mir, dass du den Kommunismusbegriff nur retten kannst, indem du das, was du im ersten Teil machst, nämlich die historische Analyse, dann wieder komplett unter den Tisch fallen lässt. Das möchte ich dann zwei Beispielen deutlich machen. Zum einen hast du dich sehr stark auf Erfahrungen jüdischer Kommunisten bezogen, Köstler, da könnte man noch viel mehr anführen. Es gibt auch Leute, die Kundendit, die nie Kommunisten waren, sondern immer linke Antikommunisten, gerade aus einer historischen Erfahrung heraus, also als Sohn jüdischer kommunistischer oder jüdisch-deutscher Kommunisten, die 33 nach Frankreich fliehen. Und wenn man sich auf solche Erfahrungen bezieht oder dann so Aussagen ernst nimmt wie, ich bin ein linker Antikommunist, nicht weil ich das sein wollte, sondern weil mich der Stalinismus dazu gemacht hat, dann ist das, glaube ich, eine historische Erfahrung, die du ja immer stark machst, die dann ausgeblendet wird, wenn du doch wieder den Kommunismusbegriff zu retten versuchst. Und das Zweite, was mir noch stärker zu sein scheint, ist, dass du einen engen Zusammenhang machst zwischen dem Antifaschismus und dem Kommunismus. Und das ist eine Forderung, die aber nicht historisch haltbar ist. Wenn man sich anschaut, wer die antifaschistische Position hat und die Kommunisten agiert haben in der Zeit des Nationalsozialismus, ist es ja gerade nicht der Kommunismus, der permanent eine antifaschistische Haltung hatte. Also ich muss nichts erzählen über Hitler-Stalin-Pakt und so weiter. Aber das Land, das ja über ein Jahr alleine gegen Nazi-Deutschland stand, war England, mit einem antikommunistischen Premierminister, mit einem sehr totalitarismustheoretischen, in heutigen Kategorien, Premierminister. Und insofern ist die Frage, ob man diesen Zusammenhang, den du machst, historisch halten kann, das würde ich nämlich beschreiben. Also der Kommunismus, so wie er sich historisch gezeigt hat, hatte kein Abonnement auf den Antifaschismus. Und das muss man, glaube ich, immer wieder deutlich machen, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung jüdischer Kommunisten. Und das ist auch was, glaube ich, für eine aktuelle Einschätzung der Linken relevant ist, wie das Nick Cohen in seinem Buch What's Left, How the Left Lost Its Way macht, wo er sagt, dass er dachte, dass genau diese Verbindung von Antifaschismus und Kommunismus oder so ein verbindendes Element in der Linken sei. Ich glaube, das ist nicht zu halten. Um zum Abschluss zu kommen, du machst diese Trennung, du machst diese sehr gute historische Analyse mit den richtigen Fragen, mit auch einem Ziel, das ich befürworte. Und dann verstehe ich nicht, warum du den Kommunismusbegriff rettest, weil das, glaube ich, nur unter Ausblendung dieses historischen Bewusstseins möglich ist. Also sprich, der Kommunismusbegriff ist nur zu retten unter der Maßgabe des Verfalls historischer Urteilskraft. Ich muss dem natürlich widersprechen. Ich hatte schon fast den Einfall, ich würde dir gerne mein Buch als Gegenbeweis sozusagen zur Hand legen, weil ich glaube, dass das Festhalten an dem Kommunismusbegriff, daran bestand ja der Versuch,
überhaupt nicht einhergehen muss mit einem Verlust historischer Urteilskraft und überhaupt nicht einhergehen muss mit einer Verminderung der Kritik des Stalinismus, der Kritik auch des Leninismus und Bolschewismus. Ich glaube andersrum, dass die Position, ich bin linke Antikommunistin, notwendig wurde in bestimmten historischen Konstellationen, wo die Leute, die sich selber als Kommunistinnen gelabelt haben, ihre Kritik am Stalinismus, wenn sie sie formuliert haben, doch eher immer genau wie du es formulierst, wie du es vermutest, so um die Ecke gemacht haben, in der Form von ja, aber. Der Versuch hier drin bestand ja, und deswegen zitiere ich ja auch und stütze mich so stark auf solche Leute wie Margarete Buber-Neumann, die durch ihre Erfahrungen Antikommunistin geworden sind. Und ich möchte das nochmal klarstellen, daran gibt es nichts irgendwie zu kritisieren. Dass jemand, der im Gulag war, danach Antikommunistin ist, das ist die am wenigsten verwunderliche Tatsache der Welt. Verwunderlich ist, dass es Leute gab, die Kommunistin geblieben sind. Der Versuch besteht darin, diese Erfahrungen aufzunehmen und eine Kritik an dem Kommunismus, wie sie ihn erlebt haben, zu formulieren, der ihrer Kritik gerecht werden könnte. Aber aus einer kommunistischen Perspektive, die immer wieder, immanent diesen Kommunismus, diesen realen, scheiternden Schrottkommunismus gegen seinen eigenen Anspruch kehrt. Ich habe gerade einen zweiten Punkt verloren, sorry. Antifaschismus. Antifaschismus, genau. Das knüpft ja direkt daran an. Ich würde das Verhältnis von jüdischen Kommunistinnen, von Jüdinnen zum Kommunismus ein bisschen nochmal komplizierter aufdröseln von der Geschichte her. Weil am Anfang, zur Zeit der Russischen Revolution und vorher mit Bund und so, gab es ja sehr, sehr viele Jüdinnen, die sich dem Kommunismus angezogen gefühlt haben und kommunistische Gruppen gebildet haben und dann auf Jiddisch agitiert haben. Auch weil... Und bei aller Kritik am Bolschewismus ist das auch eine historische Wahrheit. Der Bolschewismus sich immer massiv und auch militärisch gegen Antisemitismus gewehrt hat. Und Antisemiten während des Bürgerkriegs gnadenlos liquidiert hat. Die Antisemitinnen waren zur Zeit der Russischen Revolution auf der Seite der Konterrevolution. Das waren die Schwarzen, die Monarchistischen und so weiter. Der Antisemitismus taucht dann im Bolschewismus wieder auf, aber langsam, sozusagen über Winkelzüge und so weiter. Und natürlich ist auch die Bekämpfung des Antisemitismus nicht vollkommen konsequent. Also die ist auch zu kritisieren. Aber ich will sagen, dass sehr viele Jüdinnen aus ihrer Perspektive die Emanzipation vom Antisemitismus nur über den Weg der sozialistischen Bewegung für möglich gehalten haben. Und an diese Hoffnung, die ich eben nicht für irreal halte, sondern die ich für sehr vernünftig und sehr begründet halte. An diese Hoffnung würde ich versuchen anzuknüpfen. Und deswegen sage ich ja dann eher als Diktum, es gibt keinen Kommunismus ohne Antifaschismus. In dem Moment, wo Kommunistinnen den Antifaschismus verraten, sind sie keine Kommunistinnen mehr. Und das ist ja heute sozusagen so klar und wichtig immer wieder gesagt werden. Jeder Versuch irgendeiner nationalen Querfrontbildung ist antikommunistisch. Das ist ein diskursiver Einsatz, das ist ein Kampf um Begriffe, aber ich finde es notwendig, diesen Kampf noch zu führen. Und jetzt nochmal ein letzter Punkt, warum ich meine, dass es gefährlich ist, den Begriff fallen zu lassen oder warum ich es wichtig finde, an ihm festzuhalten. Niemand, der irgendwie links ist und was im Kopf hat, will heute irgendwie identifiziert werden mit Stalinismus, mit real existierendem Sozialismus. Das ist Dreck, das ist Verbrechen, damit möchten wir nichts zu tun haben. Von daher die Tendenz zu sagen, das ist nicht wir. Wir haben damit nichts zu tun. Und es gibt diese Tendenz einfach, indem man sich unter einem anderen neuen Label versammelt, diese Verbindung zu brechen. Und ich glaube, es muss aber jemanden geben, der die Verantwortung dafür übernimmt. Natürlich nicht im Sinne eines Schuldbekenntnisses, weil das brauche ich nicht auszuführen. Aber die Verantwortung dafür übernimmt und sich anschaut, was ist damals passiert und was hat das mit linker Theoriebildung und linker Praxis und Politik zu tun. Die Frage, die immer wieder und die wichtigste Frage, die zu stellen ist, könnte unsere Politik ähnliche Effekte zeitigen? Haben wir noch Leninismus in uns? Haben wir noch stalinistische Tendenzen? Könnte, falls es mal wieder eine revolutionäre Situation geben sollte, etwas Ähnliches passieren mit ganz anderen Leuten? Und dafür finde ich es wichtig, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass sie über das Festhalten im Begriff, über eine Form von Identifikation funktionieren kann. Ja, also ich denke es genau wie du, dass am Begriff von der Befreiung von sämtlichen Herrschaftsverhältnissen festgehalten werden muss. Also ich denke, dieser Zusammenschluss von Herrschaft von Menschen über Menschen und Herrschaft von Menschen über die Natur, was in der Dialektik der Aufklärung ja diskutiert wird,
Das ist vor allem vor dem Hintergrund ist das problematisch, dass ja die, also historisch die Beherrschung der Natur eben gleichzeitig eine Herrschaft von Menschen über Menschen erzwang. Also mit die Natur umformen kommen musste es einen Zwang geben. Dieser Zwang war eben auch verknüpft mit einem patriarchalen Geschlechterverhältnis. Also dass innerhalb der Gattung dieser Gegensatz von Mensch und Natur eben nochmal innerhalb der Gattung in den von Männern und Frauen halt aufgespaltet wurde und dass die Unterwerfung der Natur oder innerhalb der Gattung dann nochmal wiederholt werden musste. Und ja, und ich denke, wenn aber vor dem heutigen Hintergrund diese Aufsprengung der Herrschaft von Menschen über Menschen als solches beendet wird und damit auch die patriarchale Unterwerfung von Frauen durch Männer, dass dann sich auch dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur hat grundlegend, also dass sich das grundlegend wandeln wird und dass man dann also das ein menschliche Einwirken auf Natur dann gar nicht mehr unter diesen Begriff von Herrschaft fassen kann. Also ich würde sagen, dann ist durchaus jede Form von Herrschaft beseitigt. Wenn diese Herrschaft, die vom heutigen Hintergrund, da bin ich dann durchaus fortschrittsgläubig, wie man das nennt, also vom heutigen Hintergrund der Produktivkraftentwicklung, denke ich, ist eben wirklich auch ein anderer Umgang mit Natur möglich, der nicht patriarchal ist und nicht herrschaftlich. So, zweiten Punkt, wo ich dich auch unterstütze, ist also das Festhalten am Begriff des Kommunismus. Und zwar aus dem Grund, ich davon ausgehe, also dass jegliche Kritik, die man am Kapitalismus formulieren kann und muss, also die muss immer auch eine Kritik immer auch am Staat sein. Also die Ware, sozusagen als Grundform kapitalistischer Vergesellschaftung, die kann ja nur existieren, indem ein Staat dieses Eigentum auch setzt. Also diese Einheit von Ware und Staat ist eben von vornherein ganz zentral. Und ich würde sagen, also das ist schon mal auch theoretisch darüber zu reflektieren ist, warum bisherige Formen von sozialistischer oder kommunistischer Umwälzung, also warum die in dieser entsetzlichen stalinistischen Diktatur mündeten. Also ich denke, dass da eben auch ganz zentral dieses Verhältnis von Ware und Staat eben missachtet wurde. Also dass es keine Befreiung geben kann, die in irgendeiner Weise über den Staat führt. Also ich denke, jegliche Befreiungskonzeption, die das irgendwie mit Staat oder mit irgendeiner Diktatur des Proletariats bewerkstelligen wollen, die sind von vornherein also zwar nicht zum Scheitern verurteilt, aber ja zur Unmenschlichkeit verurteilt. Und das ist genau der Punkt, denke ich. Also ja, wenn man in eine revolutionäre Situation kommen sollten. Also dass man immer diese Abschaffung gleichermaßen von Ware und von Staat im Blick haben muss. Und da kommen dann tatsächlich eine kommunistische und eine anarchistische Kritik zusammen. Also die Kritik an sowohl an der kapitalistischen Vergesellschaftung als auch an der zwingend damit verknüpften staatlichen Herrschaft. Und das denke ich, das muss eben eins sein. Und wenn es das ist, dann denke ich, ist ja durchaus eine emanzipatorische Perspektive möglich, die man aber keinesfalls, also denke damit ist auch zu brechen, also es kann keine Planwirtschaft sein, es muss eine Alternative sein, die weder marktwirtschaftlich organisiert ist, noch planwirtschaftlich organisiert ist. Es muss jenseits von Markt und Plan liegen. Mit der Perspektive auf die Natur hatte ich auch eben nochmal diesen Eindruck, dass mir einfach als sehr attraktiv erscheinen, diese Formulierung eher von dieser Versöhnung, ja, wie Adorno das nennt, oder vielleicht noch radikaler, nicht mehr dialektisch gedacht, eher diese Auflösung überhaupt des Gegensatzes von Künstlichkeit und Natürlichkeit, Menschlichkeit, Natürlichkeit, eher wie das so als Donna Haraway denkt mit sowas wie Cyborg oder so, ja. Dass das andere Formen zu denken erlaubt und möglicherweise auch zu erleben erlaubt, dieses komplizierten Verhältnisses. Und die Frage nach dem Staat finde ich eigentlich auch zentral. Und genau an dieser Frage, das fand ich, hast du jetzt eigentlich nochmal deutlich gemacht, fällt ja diese Gegenüberstellung von Kommunismus und Anarchismus gewissermaßen in sich zusammen. Weil die Kommunistinnen, zum Beispiel jetzt Marx, natürlich auch nicht die Vorstellung hatten, dass im Kommunismus alles Leben von einem rationalen Staat organisiert wird. Man könnte sogar sagen, dass Marx in dem Moment diese Formulierung gemacht hat, er sei kein Marxist, indem andere Leute anfingen, von diesem Volksstaat zu quatschen. Aber es gab die Fantasie, dass der Zustand dieser Gemeinschaftlichkeit, dieser Zustand der Kapital- und Staatslosigkeit eben über das Instrument des Staates erreicht werden könnte.
Und genau diese Perspektive dieses Übergangs, dieses Realsozialismus, dieser Staats- und Arbeiter- und Bauerndiktatur fällt ja mit der Kritik des real existierenden Kommunismus. Genau diese Perspektive steht ja jetzt in der Kritik. Und damit nähert sich diese kommunistische Kritik unmittelbar der anarchistischen Perspektive an, weil das war ja immer die zentrale Differenz. Das Ziel ist ähnlich, aber die Staatsdiktatur auf dem Weg dorthin, das ist die Differenz. Also du hast von einem Kampf um die Begriffe gesprochen. Ich denke, du meinst, dass es darum geht, Begriffe wie den Kommunismus zu besetzen in der ersten Form. Und ich würde dir darin widersprechen, dass es überhaupt vollkommen möglich ist, also tendenziell sicher, aber damit hat man viel gewonnen. Kommunismus ist ein Begriff, der sehr unterschiedlich definiert wird und dessen Inhalt auch einfach subjektiv erfüllt wird von Individuen. Und ich glaube, da tut sich auch eine Ähnlichkeit mit religiöser Hoffnung auf eine bessere Welt auf. Das hält sich das ganz ähnlich. Und ich glaube, die allgemeine Problematik liegt in Appellationen begründet, oder besser noch gesagt, wenn sie zu Schlagworten werden, wo es dann weniger um Inhalte geht und tatsächlich nur noch mit den Begriffen einer Schlagwort-ähnlichen Art gearbeitet wird. Und ich denke, zusätzlich zu einer Herrschafts- und Wertkritik ist eine explizite Aufnahme von Aspekten von Menschenrechten in die eigene Kritik notwendig. Ich denke, dass man anders einer emanzipatorischen Dialektik nicht gerecht werden kann. Und ja, also ich sehe einfach die Gefahr von Verkürzung durch einen inflationären Gebrauch von Schlagworten. Du hast natürlich in dem Sinne recht, dass es nicht um so einen Nominalismus gehen kann. Und es kann vor allen Dingen nicht darum gehen, zu meinen, dass durch die Verwendung von bestimmten Wörtern schon auch ein Kontext mitgeliefert sei oder eine bestimmte Verwendungsweise. Zum Beispiel die immer mal wieder gängige Praxis, unter dem Flugblatt, egal welchen Inhalt zu schreiben, für den Kommunismus, bedeutet noch ziemlich wenig. Begriffe sind umkämpft, jeder Signifikant steht immer in einer Auseinandersetzung, kann unterschiedlich angeeignet werden und es gibt historische Situationen, in denen es notwendig ist, politisch notwendig ist, einen Begriff, der vorher vielleicht links konnotiert war, fallen zu lassen. Mir würde spontan einfallen als Beispiel Volk. Im deutschen Kontext ist dieser Begriff, auch wenn er noch in der Foki irgendwie verwendet wird, nicht mehr hegemonial emanzipatorisch zu besetzen, sondern der ist einfach kaputt gemacht vom Nationalsozialismus und von dem Begriff der Volksgemeinschaft. Und das, finde ich, trifft aber auf den Kommunismus nicht zu. Weil der Kommunismus auch in der aktuellen Debatte, auch in den bürgerlichen Feuilletons wieder auftaucht, etwas anderes mittransportiert. In der Lage ist, etwas mehr zu transportieren als nur Stalinismus. Der Begriff Kommunismus zeigt nicht nur, nie ausschließlich Gulag an. Er zeigt noch etwas ganz anderes an. Er zeigt auch eine Kritik von kapitalistischer Herrschaft, auch eine Kritik von Ausbeutung und so weiter an. Er hat eine gewisse Schlagkraft und er hat auch, entwickelt auch bestimmte Effekte von möglicherweise Furcht der Reaktionären oder sowas. Mir ist aber ein anderer Punkt extrem wichtig. Mir ist der Punkt wichtig, dass ich die Angst hätte, dass das Fallenlassen dieses Begriffes bedeuten würde, dass wir all diesen Menschen nicht gerecht werden, die für diesen Begriff, mit diesem Begriff, für dieses Konzept, für dieses Versprechen gekämpft haben. Mir geht es darum, mich in diese Tradition zu stellen und das Erbe dieser tausenden Kämpferinnen und Vorkämpferinnen zu affirmieren und die nicht sozusagen abzuschneiden und zu sagen, die Geschichte beginnt neu. Die Geschichte beginnt nicht neu. Es gibt diese Leute, die für den Kommunismus gekämpft haben, die für ihren Kampf für den Kommunismus niedergemetzelt wurden von Kommunistinnen. Und es geht darum, diesem Strang der Geschichte, diesem Erbe gerecht zu werden. Ich habe mal eine Frage zu deiner Sprache. Also du feminisierst es ja ziemlich radikal. Also du sprichst ja eigentlich immer von Kommunistinnen oder so. Und ich denke, die meiste Zeit ist das gut. Aber an einem Punkt in einem kleinen Heft von dir, in dem Buch, ist mir aufgefallen, dass da hatte ich das Gefühl, das verschleiert Geschichte. Da schreibst du darüber, dass
Das ist so ein historischer Punkt, ich weiß es nicht mehr so genau, es ist schon so lange her, dass ich reingeguckt habe, aber du sprichst von Kapitalistinnen und Händlerinnen, die das damit durchgesetzt haben. Und da denke ich, da ist die Geschichte eigentlich eine andere. Da gab es, also da gab, das waren Männer, die das gemacht haben. Ich habe zur Sprache nochmal so ein bisschen anderes Verhältnis. Ich glaube nicht, dass Sprache in erster Linie nur Wirklichkeit abbilden muss, so wie sie ist, sondern dass sie auch die Funktion haben kann, Widerspruch gegenüber dieser Wirklichkeit schon anzuzeigen. Und ich finde eigentlich gerade, dass in diesen Momenten, wo es offensichtlich nicht stimmt, was Interessantes passiert. Nämlich, dass man in diesem Punkt darüber stolpert. Dass in dem Moment, wo du liest, die Königinnen, so dieses passiert was? Warum Königinnen? Das waren doch fast meistens Männer. Und dass das nicht passieren würde, wenn die Sprache nur repräsentieren würde. Wenn sie zum Beispiel mit dem großen I das schreiben würde und man wüsste, okay, das sind zwar 700 Könige gewesen und zwei Königinnen, aber es ist trotzdem wahr. Dass eigentlich genau dieser Moment der Unwahrheit produktive Effekte zeitigen kann. Deswegen nennen wir das immer das kleine Stolper-I. Und hinzu kommt natürlich, dass es oft sich andersrum verhält, dass es eigentlich in vorkapitalistischen Gesellschaften häufig mehr Königinnen und Prinzessinnen und Händlerinnen gab, als dann mit dem Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, dass die bürgerliche Gesellschaft eigentlich auch in dieser Richtung erst nochmal einen massiven Rückschritt bedeutet hat, zumindest jetzt im Vergleich zum 11. oder 12. Jahrhundert, wo über Politik als Familienstrukturen und so weiter ganz andere Beteiligungen weiblicher Subjekte war. Und ich finde aber auch, dass es eine bestimmte Verantwortung gibt, diesen feministischen Universalismus, diesen Als-ob-Universalismus, nicht konsequent über alles drüber zu legen. Weswegen ich jetzt in dem Buch mich zum Beispiel dafür entschieden habe, nicht von SS-Soldatinnen zu schreiben. Ja, kurz vielleicht zu dem, was Paul gesagt hat. Er hatte gesagt, dass der Staat gewissermaßen ein neuralgischer Punkt ist und dass die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft nicht über den Staat führen kann. Ich glaube, der hätte Lenin sogar nickend zugestimmt. Kommt drauf an, wann. Und kommt ein bisschen drauf an, wann. Und die Frage ist meines Erachtens nicht, ob der Staat sozusagen dazu als Instrument taugt oder nicht, sondern die Frage ist, warum er entstanden ist. Und da, denke ich, gibt es sozusagen eine größere innere Notwendigkeit von dem marxischen Werk hin zu einem Staat, als man denkt. Und das sind zwei Punkte. Der eine erschließt sich relativ logisch, gewissermaßen, das war ja auch mal das Hauptargument, halt die Revolution muss verteidigt werden. Und das zweite ist natürlich, und das hast du nun auch implizit schon angesprochen, indem du über Markt- und Planwirtschaft geredet hast, Marx fragt sich natürlich in der Kritik des Gotha-Programms, was tritt an die Stelle des Tausches und des Warentausches, der ja auch ein Stück weit die Verteilung von Waren regelt. Und dann ist natürlich die Frage, wie geschieht das in einer freien Gesellschaft? Und dann sagt Marx, und als Impetus ist das schön, weil er das Wort Staat vermeidet, sozusagen, aber er sagt dann, er weiß sich erstmal nicht anders zu helfen, als sozusagen, die Gesellschaft verteilt die Güter. Und an der Stelle ist natürlich die Frage, ob das, was er Gesellschaft nennt, nicht automatisch das ist, was in der Sowjetunion der Staat geworden ist. Und an der Stelle muss man sozusagen nicht nur über das Wollen eines Staates streiten, sondern muss man auch fragen, wie kann das, was in der kapitalistischen Gesellschaft der Markt regelt, substituiert werden. Und das ist dann sozusagen, da muss man glaube ich auch in die marxischen Schriften ran und da kann man sich die Probleme nicht vom Hals schaffen, indem man sie wegredet. Wie gesagt, ich stehe diesem Versuch nachzuforschen, inwiefern es schon in der marxischen Theorie oder der marxistischen Theorie Momente gibt, die auf das weisen, hinweisen, was dann später entstanden ist, sehr positiv gegenüber. Nur den Begriff der Notwendigkeit würde ich da drin immer raushalten. Ich glaube, dass es auf dem Terrain der Geschichte keine Notwendigkeit mehr gibt. Und dass das eine geschichtsphilosophisch-metaphysische Position ist, die wir eigentlich loswerden sollten. Es gibt immer die Möglichkeit der Entscheidung und die Möglichkeit der Improvisation. Ich finde, gerade die russische Revolution hat gezeigt, dass sie eigentlich nach keinem Plan abgelaufen ist, sondern ein einziges, völlig unorganisiertes Rumexperimentieren war. Ziemlich wenig Theorie geleitet. Zu der Frage der Kritik des Gotha-Programms und inwiefern sich Marx da um was rummogelt.
denke, dass du so einen Punkt triffst, auch wenn du Marx einen Widerspruch nachweist in seiner ersten Konzeption und in seiner Kritik von Proudhon. Aber ich würde eigentlich eher das sympathischer finden, da der früheren Kritik von Marx an Proudhon recht zu geben und zu sagen, dass er in der Kritik des Gotha-Programms, wie du es ja gesagt hast, sich um etwas herumredet, was er als Problem nur anschneidet. Ich hatte aber auch heute Nacht nochmal, als ich mich genau damit beschäftigt habe, die Idee, dass es möglicherweise auch noch andere gesellschaftliche Vermittlungen geben kann, als die abstrakte, verdinglichte des Geldes, das meiner Meinung nach schon die Tendenz hat, zum Kapital zu werden und nicht, wie Proudhon meint, irgendwie unschuldig verwendet werden kann. Und auf der anderen Seite dem Staat. Ich hatte plötzlich so die Fantasie, als müsste es darum gehen, diesen Immanuel Kant mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Der ja in dieser Versuch des Weltbürgertums oder so die Idee hat, es müsse eigentlich zur Vermeidung von Kriegen darauf ankommen, irgendwann einen Weltstaat zu schaffen. Eine höchste Instanz, die alle Staaten unter sich zusammenfasst und deswegen mit staatlicher Politik rational das Verhältnisse der Nationalität oder so weiter regeln kann. Und ich dachte auf einmal, müsste man nicht andersrum an eine weltkommunistische Gesellschaft denken, die den Staat zurücknimmt und die Verhältnisse unterschiedlicher Fraktionen, zum Beispiel Belegschaften oder Ortschaften, Städte und so weiter, untereinander nach dem Modell der heutigen Weltpolitik organisiert ohne Staat. Dass man also anstelle des Staates eher so etwas wie Diplomatie setzt. Dass es statt einer repräsentativen, zentralen Instanz, die nämlich die Allgemeinheit repräsentiert, nur Vermittlungsinstanzen, Botschafterinnen gewissermaßen gibt. Und das erinnert nämlich sehr stark auch an vorbürgerliche Rechtsverhältnisse, wie sie zum Beispiel Foucault in der Kritik des bürgerlichen Rechts beschreibt, wo das Gesetz nicht über den Individuen stand und die Individuen nicht gegen das Gesetz verstoßen haben, sondern Richterinnen nur Schlichtungsinstanzen zwischen verschiedenen Gruppen waren. Das wäre eine Möglichkeit, das Politische zu denken als nicht Staatliches. Das wäre sozusagen der Versuch, das irgendwie zu denken, was so Community without Unity heißt oder Gemeinwesen ohne Wesen, ohne Staat. Und ich würde eigentlich versuchen, bevor man sich wieder zurück zum Geld flüchtet, an diesen Fragen des Politischen ohne Souveränität, des Politischen ohne Hierarchie und ohne Zentralisierungsinstanzen, ohne Repräsentation, dort nochmal weiter zu denken. Ja, sozusagen zu der letzten Sache würde ich, also da bin ich mir nicht so richtig sicher, also sozusagen die Sache klingt sehr interessant, aber also zumindest hat die Geschichte ja auch gezeigt, dass sozusagen auch diese eben diplomatischen Beziehungen untereinander eben auch Gewaltverhältnissen geschuldet waren und nur also aus diesen Gewaltverhältnissen heraus, um diese Gewaltverhältnisse eben teilweise zurückzudrängen, eben installiert worden sind. Und die Frage wäre, ob man das quasi gewaltfrei oder so überhaupt organisieren kann, aber das wäre eben eine Frage, die man sozusagen einfach in die Runde werfen müsste und da vielleicht weiter dran diskutieren müsste, ich weiß es nicht. Und zu der Sache, die du nochmal gemeinsam gesagt hast, also zur Natur sozusagen zurück, da würde ich halt schon nochmal vielleicht zu sagen, also das ist der Punkt einfach, glaube ich, der, dass man zu viel verspricht, wenn man die Abschaffung aller Herrschaftsverhältnisse sozusagen mit dem Kommunismus verbindet, weil ich finde, da wird sozusagen der Kommunismus zu so einer Art Joker-Begriff, sozusagen so eine Art messianische Erlösung oder sowas verspricht, weil es einfach eben Verhältnisse gibt, die ungesellschaftlich sind, die nicht durch Gesellschaft komplett zu regeln sind, auch nicht durch sie abzuschaffen sind, wie beispielsweise Körper, wie beispielsweise natürliche Lebensgrundlagen oder dergleichen. Und man eher gucken müsste, dass man eben eher mit ihnen versucht, vielleicht eine freie Gesellschaft zu machen, aber eben nicht in der Form, dass man sozusagen die Befreiung von der Beherrschung durch bestimmte natürliche Verhältnisse oder sowas mit ins Feld führt, weil man dann einfach selbst wieder das macht, was diese Gesellschaft sowieso schon macht, nämlich die ganze Zeit, also ich finde das auch der Cyborg schon eine Sache, die, glaube ich, im Kapitalismus schon fast umgesetzt wird, also jemand, der sozusagen unabhängig seiner natürlichen Verfasstheit halt einfach als Flexi-Identität
alles machen kann, alles macht und überhaupt nicht auf seine eigene Körperlichkeit oder sowas reguliert. So, und das finde ich jetzt sozusagen eher eine spezifisch kapitalistische Form zu leben, und ich würde ich mir jetzt weniger so als so Vorstellung für eine Befreiung oder so, würde ich die weniger sehen. Könnte ich vielleicht mal die letzte Frage präzisieren? Ich habe mal eine Frage, ist mir sie ja nicht vorstellen, was schlecht ist oder was gut ist. Also, wir haben permanent mit irgendwelchen Begriffen gearbeitet, die überhaupt nicht gefüllt sind. Ist es was Gutes? Also, bei mir wäre es, glaube ich, eher was Schlechtes. Und wenn ich jetzt sage, für mich ist es was Gutes, was fühlt sich dann? Was passiert denn dann? Nicht? Also, ich wollte mal einwerfen, das Zitat von Marx, was nur jeder noch irgendwo kann, von wem die Wirkung des Volkes. Ich habe mich mit jemandem, also mit dem Marxist, der an dem Marx-Engels-Werk arbeitet, gefragt, hat denn Marx irgendwann mal was Negatives gegen Opium gesagt? Also wirklich negativ. Und wenn man das Zitat liest, steht auch nichts Negatives drin. Aber jeder Dumme kann daher sagen, dass Opium, dass Religion die Opium des Volkes ist. Was ist denn aber Religion? Was sagt denn Marx zur Religion? Aber jeder kennt das Zitat. Und das ist für die Leute Marxismus. Das ist Dummheit. Und genauso ist das mit dem Messianismus. Das ist gerade eine materialistische Kritik von Jesus, also vom Neuen Testament, die gibt es. Das ist nicht so richtig das Thema. Ja gut, es kann sein, aber du brauchst die Begriffe. Die vor uns, wenn du sagst, natürliche Herrschaft, also es gibt natürliche Grundlagen für die Herrschaft, dann kannst du nur sagen, in Ordnung, da hast du das Ticket, mal ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, das ist in Ordnung. Und es gibt eben ein paar Menschen, die für den Begriff Kommunismus kämpfen. Und wenn ihr, ohne um den Begriff Kommunismus kämpfen zu wollen, was ich zum Beispiel auch, ohne um den Begriff Kommunismus kämpfen zu wollen, denselben Inhalt erfüllt, ist in Ordnung, macht's. Aber ihr könnt doch akzeptieren, dass es Leute gibt, die für den Kommunismus kämpfen. Für den Begriff Kommunismus. Aber mir hat noch niemand was Besseres gesagt. Zum Beispiel vor uns, er, der kleine Kundente, also weil er ist linker Antikommunist, da frage ich mal den ihm, mit wem der redet und mit wem der nicht redet. Mit Kommunisten redet er nicht. Aber mit Nazis kann man schon reden. Aber mit strukturellen Nazis. Ich weiß nicht so richtig, was du willst, aus dem Oberpöbel. Ich halte es in meinem Mund. Ich würde aber auch nicht jetzt angucken. Ja, das ist wirklich nicht. Ich fand eigentlich ein paar schöne Punkte, zu denen ich was sagen will. Auch die Frage mit dem Messianismus, weil das ja wirklich jetzt eigentlich auch seit Jacques Derrida, ja, so ein Dekonstruktivist, so ein französischer Poststrukturalist, auf einmal angefangen hat, Marx zu lesen. Was irgendwie eine unglaublich große Überraschung war und eigentlich ein sehr schönes Geschenk, dass von der Seite nochmal was kam. Seitdem ist der Messianismus, wie ihn auch schon Walter Benjamin so gesagt hat, plötzlich wieder drinne. Und ich glaube, dass der Messianismus oft anstelle des Begriffs der Utopie gesetzt wird und dass das auch teilweise was für sich hat. Der Messianismus würde im Gegensatz nämlich zu der christlich-hegelianischen Tradition, der westlichen, die die Vorstellung hat, dass die zukünftige Gesellschaft sich aus der Vergangenheit kausal herleiten lässt, ja, mit der Perspektive eines Fortschrittes kausal zum Ziel kommen lässt, würde der Messianismus sagen, dass diese Zukunft, für die gekämpft werden wird, tatsächlich auch aus der Zukunft kommt. Dass es eine andere Gesellschaft ist, die noch nicht zur Gänze bekannt sein kann. Und diese Perspektive bedeutet, eine Offenheit, eine offene Haltung einzunehmen gegenüber dem, was sich noch zu ereignen hat. Und deswegen finde ich auch, einen Kommunismusbegriff zu haben, der nicht abgeschlossen ist und der nicht in Gänze definiert ist, darüber, welche Herrschaften er nur jetzt alle negieren wird und deswegen als bestimmte Negation vollkommen fixiert ist, ganz sinnvoll. Und ich finde, dass der eigentlich so ähnlich funktionieren könnte wie dieser Signifikant Queer. Queer ist auch ein Begriff, der nicht im Vornherein definiert, wer unter dieses nicht-identitäre Politikkonzept fällt. Und zwar aus dem Wissen darum, dass die Definition, die Beschränkung des Begriffes notwendig Ausschlüsse produziert. Deswegen hält sich dieses Bündnis offen und es funktioniert trotzdem. Und es weiß, dass es jetzt schon Ausschlüsse produziert, von denen es jetzt noch nichts weiß, aber Identitäten hervorbringt, die sich später zu Wort melden werden und reklamieren werden, integriert zu werden oder auch aufgenommen zu werden in dieses Begehren, herrschaftliche Verhältnisse, unter denen sie leiden, anzugreifen. Und diese Öffnung finde ich unterstützenswert. Nein, ich weiß nicht, ob das ein bisschen ein Labeling ist. Also, das nur ganz kurz
sozusagen Idee von Queer als etwas so offenen, was einen heterogenen Begriff oder so etwas kreiert. Ich bin da, glaube ich, eher skeptisch und habe das Gefühl, dass das zu einer aus sich selbst heraus ein Label konstituiert, was sehr, sehr stark eine bestimmte kulturelle Form hervorbringt, die ganz wunderbar in bestimmten kulturellen Rahmen funktioniert. Aber was ich eigentlich wollte, ich nochmal zu dem, was du davor gesagt hast und was ja die ganze Zeit schon im Raum steht, auch nochmal sagen, zu diesem Begriff des Kommunismus, was mich da irgendwie dran interessiert. Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu und das ist vielleicht ganz ähnlich. Und deswegen fand ich deinen Vortrag auch ziemlich gut eigentlich, dieser ästhetischen Einstieg, wo ich, glaube ich, die Kritik teile. Was ich merkwürdig finde an diesem Begriff, ist ja, dass er eigentlich immer in Diskrepanz zur historischen Empirie steht. Ja? Also der Begriff des Kommunismus im Prinzip, dass du den in die Vergangenheit hineindichtest als etwas existent Gewesenes, was du an bestimmten empirischen Dingen festmachst, aber gleichzeitig wieder leugnest, dass es das gewesen ist. Ja? Also so ein Moment, das ist ein Phänomen gewesen, was man einer kommunistischen Tradition zurechnen kann, aber gleichzeitig ein Phänomen ist, was auch wieder nicht ganz den Begriff oder den Kommunismus auf den Begriff bekommt. Und das ist auf der einen Seite interessant, weil es natürlich tatsächlich ein Charakteristikum einer Weltveränderung oder so sein könnte, ja, dass das Unbestimmte gibt und dass es etwas Positives ist. Die Gefahr liegt, glaube ich, darin, dass man an dem Punkt, wo man in die Geschichte etwas hineindichtet, etwas zurückdichtet sozusagen, sich bewusst sein muss, glaube ich, dass das natürlich die Fantasie des Subjektes heute, von dir heute, ist, was Geschichte retrospektiv konstruiert und ein Begriff, der sich zu dieser Geschichte verhält, retrospektiv konstruiert. Und da habe ich, ja, das finde ich einen schwierigen Moment dabei. Und gleichzeitig bleibt natürlich dieser Begriff des Kommunismus faszinierend in dieser Idee, also des Veränderns und da vielleicht auch nochmal in Unterscheidung zu dieser Idee von Messianismus und der Erlösung, ja, also die ja verschwistert, glaube ich, bis ins Innerste, aber mit dem kleinen Unterschied, dass natürlich der Kommunismus die Erlösung denkt als einen Akt des Menschen, also nicht des Kommen des Messias, also von außen, ja, sondern einer ja, tatsächlich, glaube ich, so einer praktischen Säkularisierung des Messianismus. Zu der Queer-Frage würde ich nur ganz kurz sagen, dass sich dieses Bündnis ja nicht als ein Bündnis gegen die Kulturindustrie versteht und dass das deswegen nicht weit überraschend ist, dass es kulturindustriell funktioniert, wie ja jede Form von Identitätspolitik oder eigentlich alle Formen von kultureller Politik irgendwie kulturindustriell funktioniert. Deswegen finde ich den Vorwurf an der Stelle immer so ein bisschen verwunderlich. Es ist kein Vorwurf, es ist ein Phänomen. Also, ja. Es ist Kapitalismus. Ja. Du hast natürlich recht, was die Perspektive auf die Geschichte angeht. Und ich glaube, dass es aber auch eigentlich nichts ist, vor dem es sich zu fürchten gibt, sondern was auch tatsächlich affirmiert werden muss. Dass, wenn wir über Geschichte sprechen, wir nie von außen eine objektive Geschichte erzählen, sondern dass wir immer aus einer spezifischen historischen Situation heraus eine Geschichte erzählen, die aber nicht jetzt rein subjektiv ist, nicht eine Fantasie, eine fiktive Erfindung von Geschichte, sondern im besten Sinne die Herstellung einer Konstellation von verschiedenen Zeiten. Das, was Walter Benjamin mit dem Begriff der Jetztzeit meint. Die Perspektive, die aus der gegenwärtigen Situation auf den Kommunismus geworfen wird, ist meiner Meinung nach massiv geprägt durch diesen Diskurs, der real ist, des Endes der Geschichte. Aus dieser Perspektive des Untergangs der Sowjetunion versuche ich, auf diese Geschichte zu blicken. Und natürlich erlaubt diese historische Situation andere Blicke, andere Erkenntnisse, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Manche sind mehr, manche sind weniger, das muss eigentlich nicht quantifiziert werden, es ist einfach nur eine andere Perspektive. Und gleichzeitig würde ich aber schon stark machen, dass das Kommunistische nicht
in die Geschichte hineinfantasiert ist, sondern dass die Leute, die dort als reale Subjekte auftauchen, deren Erinnerungen ich ja gelesen habe und auf denen hauptsächlich das Buch basiert, sich ja tatsächlich als Kommunistin verstanden haben. Und für die dieses sich als Kommunistin verstehen, sich als Kommunistin identifizieren, nochmal eine ganz andere existenzielle Gewichtung gehabt hat, als es heute der Fall ist, wo es tatsächlich teilweise um ein Label gehen kann oder eine politische Spielmarke, was zu deren Zeit teilweise nicht der Fall war, weil es wesentlich existenzieller in der Entscheidung war. Okay, da hatte ich vielleicht auch ein kleines Missverständnis, weil ich dachte, du hättest jetzt diesen Begriff des Kommunismus zurückgelegt bis auf die Sparte Fußabstände. Oh nein. Okay. Das sind Vorgängerinnen, die aufgegriffen werden, deren Erbe der Kommunismus beansprucht, anzutreten, aber sie sind selber keine Kommunisten. Also du hast gesagt, dieses Selbstverständnis der Kommunistinnen ist für dich ein Grund, den Begriff zu erhalten. Und also ich sehe da keine Notwendigkeit drin. Und ich frage, wozu wir diesen Begriff brauchen, wenn die Beschäftigung mit Inhalten doch in allseitiger Einvernehmung wesentlich wichtiger ist. Na, also ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass es wichtiger ist, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen, was man in einer breiten Gesellschaft versteht, als dem ein Land zu geben. Und diese, ganz pragmatisch hat dieser Begriff die Tendenz, dass sich immer Leute dazu einreihen können, sich darunter subsumieren können, egal was sie eigentlich jetzt für eine Position vertreten. Ich glaube auch dieser Vergleich mit dem Queer, der hinkt einfach, weil das Problem des Kommunismusbegriffs viel aktueller ist und viel mehr Leid produziert, als die kommunistischen Parteien in China oder ähnliche Gruppen, die sich auch heute noch kommunistisch nennen und zu denen eine Abgrenzung nicht unmöglich, aber schon schwierig ist, wenn man sich Kommunismus auf die Fahne schreibt. Ich würde dann dem Vorredner von ganz hinten nochmal zustimmen, dass es tatsächlich keine Notwendigkeit gibt, sich zu sehr um Wörter zu streiten. Zumindest nicht in dem Fall. Es gibt Wörter, die vielleicht wesentlich wichtiger sind, weil sie verletzende Effekte haben und die ganz anders bekämpft werden müssen oder affirmiert werden müssen. Aber in der Frage des Kommunismus ist es tatsächlich natürlich viel wichtiger, was wir uns darunter vorstellen und für was wir kämpfen, als wie wir es nennen. Ich würde aber nur sagen, und das ist der ganze Einsatz dieses zweiten Buches, der Inhalt ist nicht etwas Logisches. Das ist nicht etwas, was nur von Argumenten abhängt, nicht nur etwas, was von Verstand abhängt und von logischen Einschätzungsvermögen, sondern Inhalt ist etwas Historisches. Und wir stehen in bestimmten historischen Traditionen und ich glaube, es ist wichtig, sich kritisch in bestimmte historische Traditionen zu stellen, ein bestimmtes Erbe anzunehmen und ein anderes Erbe abzulehnen. Das deutsche Erbe zum Beispiel komplett zu verwerfen, und das kommunistische Erbe solidarisch, kritisch anzunehmen.